Morgen, meine süßen Hoppelhasen. Ihr habt es gestern in Anjas Video in der Gruppe ja schon gesehen. Anja hat Neuigkeiten. Anja hat neues Wäscheparfum. Und ich durfte es als Moderator vorher testen. Dazu kommen wir gleich, denn ich hatte ja nicht nur das Wäscheparfum bestellt. Nein, Anja hat neue Düfte von Lebanon reingestellt. Und... Küssi. Guck mal, auf dem Fernseher laufen gerade unsere Videos. Und das ist vom 14. Juni 2022. Als Fiete noch ein Baby war. Ein richtiges Baby. Da war er... Jetzt siehst du das auch. Da bist du. Da sind deine Geschwister. Ja, deine leiblichen Geschwister. Jetzt hast du neue Geschwister. Ach Gott. Da war er 19, 4 Wochen alt. 4 Wochen. Ja, du warst mein Baby. Schatz. Ja, wenn ich ein bisschen auf den Kopf aussehe, dann liegt es daran, dass Stinkpiet und ich heute schon ordentlich getobt haben. Das ist das Gute am Wochenende, wenn wir Zeit für einen haben. Ja, es gibt 2 neue Kerzen von Homeworks, die ich mir geholt habe. Ihr hört sie. Und ein paar neue Düfte von Lebanon. Und ich habe Duftbeschreibungen ausgedruckt. Und ich fange an mit dem Fresh Cotton Clouds. Den hatte ich gestern schon im Schlafzimmer an, im Warmer. Und ich habe ihn nicht richtig pullen lassen. Ihr seht, das hat mich ein bisschen... Ne, aber ich hatte den nicht so lange an, aber die Noten, also die Duftnoten sind saubere Luft, frisches Regenwasser, Soft Lily of the Valley. Und es ist ein frische Luftduft. Es ist ein frischer Luftduft. Also der riecht wirklich frisch, sauber, energetisch. Ich finde ihn super. Ich liebe solche Düfte ja total. Und den musste ich mir sofort bestellen. Und nochmal eben, was ich sagen wollte. Guck dir mal dieses schöne Label an. Mit den Wolken. Nice, nice. Die zweite Kerze ist die Strawberry Birthday Cake Kerze. Ich habe ja schon die Vanilla Birthday Cake. Mit Schoko bin ich vorsichtig. Die habe ich mir nicht geholt. Aber ich mache die auch. Ich wollte die auch gleich unter Mama packen. Die riecht so lecker schmackofatz, ne? Drinne sind frisch gestampfte Crushed Erdbeeren, Karamellcreme, Berry Buttercream Frosting, also Beerenbuttercreme Frosting. Frosting ist das Puderzucker und noch was anderem gemacht. Fresh Baked Vanilla Cake und frisch gebackener Vanillekuchen. Und ihr macht diese Kerze auf und ihr riecht das Frosting, die Beeren. Hey Mausi, komm her. Sag auch mal hallo. Mami, komm mal hier. Nee, da nicht. Heute nicht. Alles gut, du? Vogel im Auge gehabt. Vanilleteig, Buttercreme, weiß ich nicht, ob die jetzt die noch warm rauskommen. Auf jeden Fall habt ihr süß, beerig und lecker Schmackofatz. Also lecker, lecker, lecker. Die kommt heute dann unter den Warmer. Ja, und dann habe ich mir neue Lebanon Melts geholt, weil ich die echt lecker finde. Und diesmal bin ich vorbereitet und habe mir gestern Abend noch die ganzen Duftbeschreibungen ausgedruckt. Ich trinke mal im Käffchen, ne? Die Latte Macchiato mit Hafermilch, Vanille. Love it. Also, ich fange an und schaffe mir etwas Platz. Wie immer, wunderbar nicht organisiert. Obwohl ich sonst ein organisierter Mensch bin, aber nur ein Genie überblickt das Chaos. Mein Mann hängt gerade die Wäsche auf, Leute. Und das ist 1, 2, 3 Zimmer entfernt oder 3 Räume. Und ich rieche es hier richtig gut, ey. Also, ich habe mir bestellt den Capitone Sunscreen. Na, was hast du angestellt? Und da steht Capitone Sunscreen. Entführt sie mit einer Duftmischung aus grünen Kräutern,
Jasmin, Rose, Lavendel und Flieder zurück an einen warmen Tag voller Spaß in der Sonne. Ach. Und das ist einfach, also du hast einen floralen Duft. Pedi, willst du auch riechen? Das Florale kommt, dann hast du Kräuter, ja, grüne Kräuter. Vielleicht, wenn du hinten irgendwie riechst, so ganz leicht die Kräuter, aber Jasmin würde ich rausriechen. Rose, wenn, dann ist es eine cremige Rose. Riecht meine Hose gut oder was? Und ach, der ist schön, ist der. Der ist ein richtiger Sommerduft. Wenn ich den mit etwas vergleichen sollte, was ich kenne, wäre das eher Sunwashed von Chestnut Hill. Aber der ist nicht so. Sunwashed von Chestnut Hill ist ja eher. Ja, also der ist ja sehr bam in your face. Aber der hier ist weicher, cremiger, aber hat auch dieses gewisse Sonnenfeeling. Dann habe ich habe drei Bestellungen, glaube ich, gemacht und bei Anja gesammelt. Und dann habe ich zwei Bestellungen gemacht und habe je einmal Amaretto bestellt. Herrlich! Amaretto ist ein starker, nussiger Duft mit Untertönen von Mandel, Kirsche und Likör. Knarrt noch richtig. Der ist schon geil, Leute, ne? Der riecht wirklich wie diese Amarettini-Kekse, aber intensiver. Mandel, ja. Kirsche vielleicht so ein bisschen, aber Likör und Mandel und nussig. Der ist sehr intensiv. Also das ist ein richtiger Amaretto-Duft. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Als nächstes habe ich den Hummingbird mir bestellt. Hummingbird ist eine süße Duftmischung aus säuerlichen Kiwi, Flieger, Flieder und Tigerlilie mit frischen Basisnoten von Ananas und Birnen. Also das erste, was ich habe, ist eine florale Note. Dann rieche ich, glaube ich, ein bisschen Birne und Kiwi. Also das ist ein floral-fruchtiger Duft. Ich finde ihn gut. Was soll da drin sein? Ananas? Ja. Vielleicht ganz leicht. Kiwi? Ja. Ein bisschen Säure, dann Flieder und Tigerlilie machen den schön floral. Und Birne mit der Süße und Ananas. Also der ist, wer einen fruchtig floralen Duft sucht. Hummingbird gefällt mir sehr gut. Dann Orange Tic Tacs. Ich wollte mal eben anmerken, es ist Sonntag. Ich habe mir so ein Gammelshirt eben übergeworfen. Ist jetzt auch nicht gebügelt oder so, aber ne? Ich habe BH an. Dann habe ich hier Orange Tic Tacs. Orange Tic Tacs riecht genau nach den tollen Süßigkeiten, die wir alle so lieben. Und so riecht er auch. Also das Erste, was du riechst, ist wirklich die Orange. Und wenn du hinten dran riechst, dann hast du immer das volle Duft-Ensemble. Aber der hat wirklich diesen Tic-Tac-Bonbon, Zucker, Orange. Der hat wirklich 1:1 die Duftkomponenten drin. Also du denkst, du riechst diese leckeren orangen Tic-Tacs. Nachdem ich ja in meinem ersten Video euch die Melts davon vorgestellt habe, musste ich mir das Glas holen vom Pistachio Pudding Cake. Ein bisschen fusselt hier das Band. Und es heißt, wenn Sie Pistazienpudding lieben, ist dieser starke und herrliche Duft genau das Richtige für Sie. Und du hast Pistazie, du hast Zucker. Der ist richtig intensiv.
Ja, das ist richtig. Ich kann mich da so reinlegen. Das ist ein richtig geiler Pistazien, süßer Pistazienduft. Also, den mache ich mir heute Abend unterm Warmer. Finde ich richtig lecker, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich mir den Marshmallow Fluff bestellt. Ich mag Marshmallow-Düfte nicht so gerne einzeln. Ich werde den mischen. Und Lebanon sagt, Marshmallow Fluff ist ein süßer, leichter Duft mit wunderbar flauschigen Marshmallows und einem Hauch Vanille. Ja, und das hast du hier. Marshmallow, Vanille. Ich werde den zum Abmixen nehmen, weil ich persönlich nicht einzeln Marshmallow-Düfte mag. Und deswegen werde ich mir den hier sehr, sehr gerne zum Mischen mit leckeren Düften nehmen. Ich glaube, mit etwas Fruchtigem. Ich finde das, glaube ich, ziemlich eine gute Idee. Dann habe ich noch bestellt den Purple Hooters. Es gab mal eine Handmade-Fee, die hat diesen Duft gemacht. Und es heißt, Purple Hooters riecht genau wie das köstliche Getränk mit einer Mischung aus Erdbeeren, Himbeeren, Zitrusgrün und weichen Blumen. Ich kenne das Getränk nicht. Das Melt ist mir runtergefallen, schon auf dem Boden. Also. Erdbeeren, Himbeeren, Zitrusgrün und weichen Blumen. Also wenn ich ehrlich sein soll, finde ich, riecht der wie eine Traubenlimonade. Ja, wenn du hinten riechst, hast du Blumen. Aber ich finde, der hat diese spritzige einer Jelly. Einer Grape. Einer Traubenlimonade. Ich finde den richtig geil. Purple Hooters. Wer spritzige, fruchtige Düfte mag, ist mit diesem richtig gut bedient. Dann habe ich als letztes den Welcome Home. Und da steht, Welcome Home ist ein einladender Duft von Zypresse, Jasmin, Zimt, Lavendel, Sandelholz, Feigen und süßem Agavennektar. Und der ist richtig geil. Also wer frische und tannige Düfte mag, in Anführungszeichen, der ist mit dem hier nämlich richtig gut bedient, weil du riechst, als erstes die Zypresse, dieses grüne Nadelige, und dann hat er so einen ätherischen Charakter. Jasmin, Zimt, Lavendel, ja, Zimt könnte ich vielleicht riechen, aber dann nicht diesen süßen Zimt, sondern eher diese Zimtrinde, diesen scharfen Zimt-Charakter. Aber du hast die Zypresse, Sandelholz, Feigen und süßen Agavennektar. Ja, wenn du vorne so riechst, dann hast du die süße Jasmin. Aber in meiner Nase überwiegt ganz klar der ätherische, tannige Teil der Zypresse und ich finde ihn richtig gut. Das ist wirklich ein frischer, behaglicher, ätherischer, leckerer Duft. Ich finde ihn richtig lecker. Ja, Anja hat uns Moderatoren die Chance gegeben und hat uns die neuen Wäscheparfums von La Belle Lavanderia von der schönen Wäscherin zugestellt. Und ich habe heute Morgen gewaschen, und zwar mit dem Duft Diva. Guck mal, was für eine süße Maus da drauf ist. Also ich finde die total klasse. Das Design und die Box habt ihr vielleicht bei Anja auch im Hintergrund gesehen. Also im Video, Entschuldigung, im Hintergrund. Die ist auch so gepunktet, so ein bisschen im 50er-Jahres-Stil, wie du früher Ariel Werbung gemacht hast. Und ich habe die aber schon rausgenommen. Ich habe die schon in mein Kästchen gepackt bei der Wäsche, weil ich die jetzt aktiv nutzen möchte. Aber ich stelle sie euch noch vor. Ich hatte eigentlich am Freitag schon ein Video gedreht, aber da war ich nicht zufrieden mit mir selbst. Und ja. Also, so ein Fläschchen kostet 4,50 Euro. Es sind 30 Milliliter drin. Ich habe gestern mit dem Diva angefangen. Es ist sehr ergiebig. Die Box mit 10 Düften kostet
36,90 Euro. Dann hat Anja noch Trocknerbälle, die du dann damit beträufeln kannst. Dann hat sie noch so Perlen, ein Weichspüler und große Flaschen und Textilspray. Und ich habe gestern, die Box muss ich euch leider sagen, die sind schon ausverkauft, aber Anja hat nachbestellt. Ich habe gestern dann noch mir Diva als Textilerfrischer nachbestellt, weil ich finde, mir gefällt der Duft sehr gut. Und ich denke, mit dem werde ich ein bisschen happy. Ja, das war jetzt alles ein bisschen zusammenhanglos, aber shit happens. Ich starte und fange an mit dem Ariel-Duft. Sehe eine kleine Meerjungfrau. Und da heißt es, reichhaltiges Bouquet mit einer faszinierenden und kraftvollen Kräuterkopfnote. Mann. Die fruchtigen Nuancen von Apfel und Kamille vermischen sich mit einem weichen Blumenbouquet mit einer Herznote aus Rose, Orangenblüte und süßen Liang auf einem angenehmen Moschushintergrund, bereichert durch elegante Edelhölzer. Jesus Maria, was für ein langer Text, ne? Kopfnoten, kräuterig, aldehydisch, Apfelkamille, Herznoten, Orangenblüte, Rose, Liang und Anis und Basisnoten, Moschus, Talg und Holz. Entschuldigung, wenn ich hochziehe, aber ihr wisst ja. Kräuterkopfnote. Apfel vielleicht. Kräuterig finde ich ihn nicht. Ich finde ihn eher frisch. Moschus, ja, der gibt ihm so einen weichen Touch. Also der ist sehr schön. Wenn ich den beschreiben sollte, Anja hat nicht so einen von Horomia. Hier, wenn du von weiter weg riechst, dann riechst du eine kräuterische Note nicht. Du hast eher einen frischen, belebenden Duft hier. Wo ich ein bisschen Apfel wahrnehme, ein bisschen was Florales, Orangenblüte, ja. Der Moschushintergrund und eleganter Hölzer. Er ist frisch, lebend, vielleicht die Hölzer und so ein bisschen Apfel. Ich finde den sehr schön, der Ariel-Duft. Und was habe ich schon nicht gerochen, ne? Dann haben wir die Cinderella. 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 Der frische Hauch von Zitrone verschmilzt mit den zarten Noten von Rose, Jasmin und Maiglöckchen und schafft so eine kostbare Mischung aus blumigen Noten. Zedernholz und weißer Moschus verleihen Wärme und Weichheit. Ein zugleich zarter und berauschender Duft, der sie mit seinen angenehmen Noten umhüllt und ihre Kleidung weich und parfümiert hinterlässt. Kopfnoten, grüne Zitrone, Aldehydnoten. Ich weiß nicht, was Aldehydnoten sind. Herznoten, Rose, Jasmin und Maiglöckchen, Basisnoten, Zedernholz und weicher Moschus. Wärme und Weichheit, ja. Ganz klarer Fall. Hi Baby, na, wo warst du? Ja, Papa hängt die Wäsche auf, ne? Maiglöckchen, Rosen, Jasmin, Floral, ja. Aber vor allen Dingen ist es die Wärme und die Weichheit. Also ein ganz zugleich zarter und berauschender Duft. Hat Ähnlichkeit mit einem der hellen Horomia-Düfte. Finde ich. Dann, das ist ein leichter, wirklich ein leichter, aber ja, der wird knallen an der Wäsche, aber wirklich leicht, weich, umhüllend, ein schöner Duft. Der Cinderella-Duft. Dann kommen wir zu Diva. Ich glaube, den habe ich gestern zu meinem Favoriten aus der Korn. Diva. Die Komposition beginnt mit einer lebendigen und unterhaltsamen Mischung aus fruchtigen Noten. Verstärkt durch die grüne Note von Neroli,
Die Herznote ist eine wahre Kaskade aus Blumen. Rose, Jasmin, Maiglöckchen, Liang Liang und Iris verschmelzen zu einem bezaubernden Blumenbouquet. In der Basis vermischen sich Vanille und Tonkabohne mit einer wertvollen Mischung aus kostbaren Hölzern, Amber und weißem Moschus. Grüne Zitrone, süße Orange, knackiger Apfel, Aldehydnoten und Neroli sind die Kopfnoten. Herznoten sind Rose, Jasmin, Maiglöckchen, Liang Liang und Iris. Basisnoten Vanille, Tonkabohne, weißer Moschus, edle Hölzer, Amber. Ich würde sagen, ich habe gestern so die Kappe, wenn du die Kappe einschenkst, sie ist bis hier, also hier. Oh, den finde ich richtig gut. Du hast wirklich ein Blumenbouquet, was leicht parfümig ist, aber auch einen leicht frischen Touch, aber du hast auch diese edle Parfumnote. Und das ist ein floraler, eleganter Wäscheduft. Und ich habe den eben noch durch die Waschmaschine schon gerochen. Wahrscheinlich in der Weichspülerkammer oder der wurde gerade reingezogen. Also ich finde den richtig gut. Das ist floral, elegant. Einfach klasse. Und der zieht hier durch drei Räume. Olli hat eben die Wäsche draußen aufgehangen, also rausgeholt, aufgehangen. Und jetzt steht sie bei uns in der Sonne draußen. Die hat richtig gefetzt. Also Diva ist ein eleganter, parfümiger, floraler, schöner Duft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu Elisir. Ein kostbares Blumenelixier aus Magnolie, Maiglöckchen, Jasmin und Rose umhüllt diesen bezaubernden Duft mit seinen Noten. Die belebenden Akzente von Minze und Orangenschale sorgen für eine frische und belebende Note. Die kostbare Iris umschließt mit ihren weichen Blütenblättern eine erhabene Mischung aus Hölzern und weichem Moschus. Ein Duft, der Weichheit und Weichheit verliert. Der Weichheit und Weichheit verleiht. Klasse. Also Weichheit. Orangenschale, sanfte Minze, frische grüne Noten sind die Kopfnoten, Herznote, Magnolie, Rose, Jasmin, Maiglöckchen. Basisnoten Iris, Tonkabohne, Sandelholz, Patchouli, Guajakholz und weißer Moschus. Oh, der ist auch sehr schön. Also sowas habe ich noch nicht gerochen. Also bis auf diesen Cinderella, finde ich, habe ich sowas an Wäschedüften noch nicht gehabt. Magnolie, ja. Sanfte Minze und Patchouli. Das gibt, das ist so eine. Das ist ein ganz besonderer, toller Duft. Belebend durch. Ja, ich denke, die Minze kommt da raus. Der Patchouli, der macht ihn so besonders so. Super macht er den. Ich sage es euch, nicht? Kommen wir jetzt zu Estasi. Eine Symphonie aus Aldehyden vermischt sich mit Zitrusfrüchten aus Grapefruit und Zitrone und entwickelt sich zu einem blumigen Bouquet aus Jasmin und Orangenblüten. Die Basisnote ist eine warme Umarmung aus weichem Moschus und trockenen Hölzern. Kopfnoten Aldehyd, Phyti, Grapefruit, Zitrone, Herznoten Neroli, Jasmin, Maiglöckchen, Basisnoten Moschus und Holz. Und der ist auch richtig gut. Du hast als erstes den zitrischen Charakter, wahrscheinlich die Grapefruit. Ach, das habe ich gehört. Ich sag euch, das habe ich schon nicht so gerochen. Ich glaube, Elisir muss ich mir auch jetzt Wäscheduft bestellen. Zitrisch, aber dann ein leicht floraler Touch. Ja, diese Florale, das macht ihn so weich, aber du hast diese zitrischen Noten, das belebt ihn, der ist. Den muss ich gleich nachbestellen, Leute. Das muss ich euch sagen, den muss ich gleich nachbestellen. Den muss ich gleich nachbestellen, der gefällt mir sehr gut, wer es zitrisch mag. Und also, das sind Düfte, die du nicht alle Tage riechst. Kommen wir zu Favola. Favola. Der saftige Nektarinpfirsich wird von der funkelnden Umarmung
Von Taif Rose, Maiglöckchen und Lotusblume in ein blumiges Bouquet von unvergleichlicher Eleganz und Süße gehüllt. Der Körper und die Wärme der Tonkabohne und der Hölzer verschmelzen harmonisch mit der Leichtigkeit des Moschus und erwecken einen Duft zum Leben, der eine strahlende Parfümspur auf den Kleidungsstücken hinterlassen kann. Seht ihr? Kopfnoten Pfirsichnektarine, frische grüne Noten, Herznoten Taif Rose, Maiglöckchen Lotusblume. Basisnoten, Tonkabohne, helle Hölzer, Moschus. Und der hat eine Spur Ähnlichkeit mit einem der Horomia-Düfte. Ich würde sagen, aber hier, der ist, der hat so einen seifigen Charakter, also so einen Wäsche-Wäsche-Charakter. Mami, was ist los? Da sitzt die Mutti hier und schnuppert hier ein kleines Döschen, ne? Du denkst, oh, ich hab nicht alle Latten am Zaun. Maiglöckchen, Lotusblume, ja. Also der Moschus macht ihn parfümig, weich. Elegant und er hat, finde ich, so einen frischen Akzent. Wahrscheinlich ja durch den Lotus. Riecht ähnlich einem Horomia-Düfte und ich würde sagen, das ist einer der blauen. Liberty nicht. Ja, Liberty könnte es vielleicht sein oder der Fresh Cotton, aber der riecht ja ähnlich. Ne? Es ist kein Dupe. Riecht sehr schön. Das ist eher so ein Wäscheduftcharakter, so wie du dir die Wäsche so vorstellst. Also wäschig, wäschig. Dann kommen wir zu Gaia. Duft, der an die Düfte von Mutter Natur erinnert. Sieht man die kleine Koboldin da? Ja, guck mal hier, die kleine Koboldin, wie süß sie ist. Duft, der an die Mutter... Oh Gott, Kinders, ey. Duft, der an die Düfte von Mutter Natur erinnert. Zitruskopfnoten umarmen einen saftigen Apfelduft und verbinden sich mit einem Herzen aus weißen Blumen, das auf einem holzigen Hintergrund aus Amber und Patchouli ruht. Gaia bleibt unvergessen und macht mit seiner magischen Frische süchtig. Den habe ich auch zu einem meiner Lieblinge erkoren. Kopfnoten sind Aldehydnoten, Zitrusfrüchte, Apfel, Herznoten, Ozonischnoten, Melone, weiße Blumen, Holz, Amber, Patchouli sind die Basisnoten. So. Weiße Blumen, yes. Dann hast du aber auch was Zitrusfrüchte, Äpfel, ja, so ein bisschen. Ozonische Noten, ja, die geben ihm so einen frischen Charakter, ne? Melone, ja, ganz leicht. Kannst du dir hier die Melone wahrnehmen? Aber alles im allem würde ich sagen, das ist ein energetischer grüner Duft. Gaia, Mutter Erde, passt da wirklich gut zu. Ozonische Noten, Patchouli, ja, riechst du auch so. Aber nicht, dass du denkst, so Patchouli in einer Kifferhöhle oder wie das heißt da, wo du die sonst immer wahrnimmst, sondern Olli! Oh, ich drehe hier ein Video und da steht er noch kurz. Der ist toll. Ja, holzig, grün, ozonisch. Also das ist eher so wirklich jemand, der auf grüne, starke, irdische Düfte steht. Erdgleiche Düfte, der auf naturbelassene Düfte steht. Mann. Encanto, mein Lieblingslabel, ganz klare Sache. Einhorn, Rosa, Kling Kling. Encanto ist ja italienisch und müsste verzaubert heißen. Und eine lustige fruchtige Note aus Orange und grünem Apfel verstärkt die süßen Noten von Rosa Damascena, Gardenie, Magnolie und Iris. Dieses funkelnde Blumenpaket wird dann durch einen Hauch edler Hölzer
und Tonkabohne verschönern. Moschus verleiht Helligkeit und Leichtigkeit, ein bezaubernder Duft, der die Kleidungsstücke mit seinen reichen Noten umhüllt. Kopfnoten sind Orange, grüner Apfel, Aldehydnoten, Eukalyptus, Rosa Damascena, Gardenie, Magnolie, Iris, Tonkabohne, umhüllende Hölzer, putriger Moschus sind die Basisnoten und Rosa Damascena, Gardenie, Magnolie und Iris sind die Herznoten. So. Putriger Moschus, yes. Gardenie, yes. Eukalyptus, no. Orange, grüner Apfel. Auf jeden Fall ist der sehr stark. Tonkabohne, ja. Er geht eher Richtung pudrig, floral und mehr Gardenie, Iris. Floral, pudrig, schön. Oh, der ist richtig stark, Leute. Also, der würde euch ordentlich wegfetzen, das sage ich euch jetzt schon. Ne? Dann kommen wir zum nächsten tollen Duft. Der heißt Lollipop. Oh, ich kann das nicht so gut hier mit dem Fokus. Doch, da. Lollipop, ein üppiger Fruchtakkord. Kombiniert mit frischer Orange verleiht diesem herrlichen Blumenduft eine lebendige Note, in der sich Jasmin, Maiglöckchen, weiße Blüten und Veilchen sanft mit süßen und warmen Noten von Vanille und Tonkabohne vermischen. Die Edelholzer verleihen ihm Körper und eine unvergleichliche Intensität. Ein Duft, der gute Laune und Unbeschwertheit vermittelt. Das wollen wir alle. Kopfnoten sind Orange, fruchtiger Akkord. Herznoten sind Jasmin, Maiglöckchen, weiße Blüten und Veilchen. Und Basisnoten sind Iris, Tonkabohne, Sandelholz, Patchouli, weißer Moschus und Guajakholz. Geil. Jasmin, Maiglöckchen, weiße Blütenfeilchen, okay. Also Sandelholz nehme ich wahr, Iris. Also weiße Blüten auf jeden Fall. Patchouli macht ihn auch. Und dann hast du dieses Guajakholz. Ich glaube, das hat so eine leichte Holznote, aber nicht so, dass du denkst, so oh, das alte Gammelholz, sondern der macht ihn eine. Süß ist er auf jeden Fall. Vanille und Tonkabohne, ja. Aber der hat dann diese besondere Holznote und das Patchouli mit drin. Der riecht. Ja, der ist Vanille, Tonkabohne, was Süßes, weiße Blüten. Ja, Leute, ich ziehe ihn jetzt natürlich voll an der Nase. Also, wenn er nachher mit der Wäsche sich vermischt, wird er ganz anders performen. Aber ich finde ihn gut. Gute Laune und Unbeschwertheit, ja. Toller Duft. Jetzt kommen wir zum vorletzten Duft und das ist der Muschi Bianco. Muschi Bianco? Muschi. Eine sanfte Wolke aus weißem Moschus umhüllt diesen berauschenden Blumenduft. Die weichen Blütenblätter. Die weichen Blütenblätter von Rosa Damascena, Jasmin, Sambac und Iris umarmen die lebendigen Noten von Zitronen und Orangenschale. Die süße Vanille verströmt von der Tonkabohne, sorgt für eine warme und umhüllende Note und macht diesen Duft zu einer wahren Wohltat für die Sinne. Kopfnoten sind Zitrone, Orangenschale, Herznoten Rosa Damascena, Jasmin, Sambac und Iris und Basisnoten sind Vanille, Tonkabohne und Moschus. Aufs Wohl! Der riecht einem Horomia-Duft für meine Nase ähnlich. Ach, der Vanille und Tonkabohne riechst du hier raus. Also die Tonkabohne macht ihn sehr geschmeidig. Weiße Blüten, ja. Weich, floral, aber eher ist es so Vanille und Tonkabohne. Also geht so ein bisschen Argan, Vanille, Duftrichtung.
Der ist toll. Also, ich mache mal ein bisschen schneller heute. Ich quatsche hier in einer Tour. Kommen wir zum letzten, der heißt Seta. Blumenbouquet mit einem Hauch Vanille. Dieses Parfum kombiniert die blumige Opulenz von ätherischen Jasmin und Neroliöl mit den frischesten Noten von Maiglöckchen. Dieser Duft ist frisch und grün und erinnert an Blumenstängel, während der Hintergrund die umhüllende und bernsteinfarbene Note mit einem Hauch Vanille verbindet. Kopfnoten sind Aldehyd, rose, frische, grüne Noten. Herznoten sind Orangenblüte, Jasmin und Maiglöckchen und Basisnoten Amber und Vanille. Also, du hast hier auf jeden Fall den Amber. Vanille macht ihn ein bisschen süß. Orangenblüte, Jasmin. Ja, Jasmin finde ich, hier riecht man sehr gut raus. Ja, schön. Aber einen grünen Touch, ja. Bernsteinfarbene Note mit einem Hauch von Vanille verbindet, jo. Ah, der ist toll. Also du hast hier die Jasmin, ist das, glaube ich. Amber und Vanille. Frische grüne Noten, ja. Das ist ein... Ja, frische grüne Noten. In dem Sinne, dass sie nicht so grün sind wie ein Rasenduft, sondern eher so erfrischend. Und dann hast du den Jasmin und den Amber und der ist ganz toll. Also mein Fazit der Düfte. Sowas hatten wir noch nicht. Obwohl ich jetzt bei drei gesagt habe, ja, die sind Horomia ähnlich, aber die sind anders. Also ich finde die... Hi! Na, wo warst du? Hast du Ordnung gemacht draußen? Stinkepiet? Ich finde die toll. Also ich muss ehrlich sagen, sowas hast du nicht immer gerochen? Hast du nicht schon mal gerochen? Guck mal, Stinkepiet, da bist du. Guck mal da. Ja, da bist du! Nee, da nicht. Am Stativ nicht, du bist hier oben. Außergewöhnliche Düfte sind das. Ganz toll. Ich finde die Labels, die Verpackung total schön, weil die so... Magst du ihn auch? Elixier, ja, der hat mir auch gut gefallen. Weil die, ja, die sind einfach so Pin-Up 50er-Jahre-Style mäßig. Finde ich total klasse. Und voll gut. Irgendwie ja ganz gut, dass Horomia doch dann ein bisschen arschig mit, mit Anja war. Und ich finde es noch viel besser, dass Anja etwas Neues wieder für uns aufgetan hat, damit wir gar nicht erst auf dem Trocknen sitzen. Und bin sehr begeistert. Finde ich richtig gut. Erste Ladung Wäsche ist draußen. Ich habe leider alles schon weggewaschen die Woche. Vielleicht laufe ich gleich mal durch ein Matschloch oder so. Dann kann ich noch ein bisschen... noch ein bisschen waschen. Nochmal zu den Lebanon wachsen, finde ich total klasse. Performen auch super gut. Ich habe sie einmal den Pistachio habe ich in der Teelichtlampe gehabt und ich habe auch das Melk angefangen. In meiner Polarlampe voll gut. Performen super. Die Pistachio Kerze machen wir heute Abend runter. Den Marshmallow mischen wir ein bisschen. Hallo, du süße Maus, du. Du süße Maus. Ja, wie süß. Action oder was? Wollen wir gleich was machen? Ja? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Und ich bin echt begeistert von den Lebanon-Düften. Und finde den hier mit Zypresse. Ja, so doof. Finde den mit Zypresse richtig gut, den Welcome Home. Und ich muss, glaube ich, gleich einmal Stinkepiet für euch verkloppen. Stinkepiet. Stinkepiet. Er beißt nicht, Leute. Er schnappt nur so leicht. Er ist total kackerig, ist er. Ganz kackerig ist er. Ein kleiner Spacki bist du. Ein kleiner Spacki. So.
Hi, Mausi. Mausi ist auch hier. Hi, Baby. Ärgert dich der Bruder wieder? Ich finde die toll. Ich finde Libanon toll. Ich liebe die Homeworks-Kerzen. Und die neuen Wäschedüfte finde ich außergewöhnlich. Pudding! Und die neuen... Die neuen Wäschedüfte finde ich toll. Also toll, 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 tollen Sonntag wünsche ich euch. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ich habe jetzt Textilspray nachbestellt und... Ich muss gleich mit den Hunden irgendwas machen. Die müssen mal eben ein bisschen Action machen. Stinky Pete kommt schon wieder. Habt einen schönen Sonntag, ihr Lieben.